Die lange, wunderschöne Küstenlinie, das glasklare Wasser, gutes Wetter, gutes Essen. Kroatien ist ein beliebtes Reiseziel. Doch mehr und mehr liest man auch von überhöhten Preisen, überfüllten Campingplätzen und Abzockeversuchen. Schon bislang war Kroatien nicht gerade billig, 2023 ist aber außerdem das erste Jahr nach der Euro-Einführung. Und so waren wir wie viele von euch gespannt, was das mit dem Preisniveau anstellen würde. Um das alles zu überprüfen und auf der Suche nach einem relaxten Kroatien, machen wir uns Ende Mai auf den Weg. Anders als sonst wollen wir diesmal einfach nur ausspannen, ohne viel herumzureisen und alles für YouTube zu dokumentieren. Nach Ende unserer Überwinterung auf den Kanaren hatten wir nämlich ein wenig Erholungsbedarf nach einer Zwangsreisepause. Denn nach Ankunft zu Hause waren wir direkt krank geworden. Vielleicht trug das kalte Wetter seinen Teil bei, wahrscheinlich hatten wir uns im Winter aber auch einfach etwas übernommen. Denn was auf YouTube immer so easy aussieht, ist teilweise ziemlich stressig und als das Projekt vorbei war und wir zu Hause angekommen waren, drückten unsere Körper wohl auf den Pauseknopf. Als wir dann wieder auf den Beinen waren, stand der Camper somit immer noch so herum, wie er nach 4 Reisemonaten ausgesehen hatte, und wir hatten Arbeit vor uns. Wer viel reist, macht viel Dreck. Und die Ruby lässt uns nicht aus den Augen, stellt sicher, dass wir nicht ohne sie abfahren. Alles frisch gesaugt und die Katze muss es inspizieren. Passt alles, Ruby? Ui, habe ich was übersehen? Nicht zufrieden mit dem Sauberkeitslevel? Wird genügen müssen. Ja, ich weiß, das ist noch nicht richtig eingeräumt. Ich weiß, es kommt noch. Ja, da fehlt eine Box, wo man normalerweise draufsteigt. Alles gut, da sind wir sicher. Weil ein geputzter Camper so schrecklich ungewohnt für uns ist, beschlossen wir, seinen natürlichen Zustand schnellstmöglich wiederherzustellen und starteten in den Urlaub durch. Hallo zusammen, wir sind hier in Kroatien und wir haben euch gar nicht gezeigt, wie wir hierher gekommen sind. Wir machen nämlich einfach Urlaub und filmen nur das, was uns wirklich interessant erscheint. Hier sind wir im Bereich der Plitvicer Seen und jetzt geht's weiter in den Süden. Das Portal camping.info wertet jährlich die Preise der europäischen Campingplätze aus und wie schon im Vorjahr landet Kroatien auch heuer nach Frankreich und Italien auf Platz 3 der teuersten Länder Europas mit einem Durchschnittsvergleichspreis in der Hochsaison von 37 Euro. Mehr noch erschreckt uns aber die Tageszeitung Der Standard, die in einem Artikel zu den Urlaubskosten 2023 für einen Campingplatz in Istrien 90 Euro pro Nacht veranschlagte. Das wollten wir erst nicht glauben, recherchierten online und mussten feststellen, tatsächlich, die großen Anlagen Istriens knöpfen einer Familie mit Kindern in der Hauptsaison diesen Betrag ab. Ob das noch ein angemessener Preis fürs Camping ist, wo man die komplette Behausung inklusive Equipment selbst mitbringt, lassen wir an dieser Stelle dahingestellt. Die großen Feriendörfer mit Pool und Animation sind ohnehin nicht unsere Sache. Und wir machen uns auf in den Süden Kroatiens, wo man noch etwas kleinere und einfachere Campingplätze vorfindet. Freistehen in Kroatien ist wirklich nicht einfach. Aber es gibt das Hinterland, wo es funktioniert und wo auch die Leute noch nicht verdorben sind vom Tourismus, freundlich grüßen. Hier sind jetzt 3 Autos vorbeigefahren in den letzten 1,5 Stunden. Alle haben freundlich gewunken und gegrüßt. Das ist wirklich angenehm. Mehr zum Thema Freistehen in Kroatien gibt es übrigens im nächsten Video. Abonnieren und Glocke aktivieren halten wir daher für eine ganz ausgezeichnete Idee. Jetzt kommt noch der Abendspaziergang mit Ruby. Morgen geht's weiter. Guten Morgen, hier hinter uns versteckt sich irgendwo Kroatiens höchster Berg. Der, das habe ich vergessen, wie er heißt. Wie heißt Kroatiens höchster Berg? Das habe ich nicht gewusst. Troglav. Triglav? Nein, das ist Slowenien. Das ist Slowenien. Und der heißt Troglav oder so.
Oft begegnet uns das Missverständnis, dass Freistehen primär mit Kostenersparnis zu tun habe, wo für uns eigentlich der Freiheitsaspekt im Vordergrund steht. Aber ein anderes Kostenthema können wir an dieser Stelle erwähnen, nämlich die Autobahnmaut. Würden wir die komplette Strecke durch Kroatien von der slowenischen Grenze bis auf die Halbinsel Pelješac auf der Autobahn fahren, so würden wir für diese 562 Kilometer etwa 57 Euro bezahlen oder für die Hin- und Rückfahrt 114 Euro. Um diesen Preis gehen wir dann doch lieber einen kolossalen Fisch essen, dazu später mehr, und bummeln daher über weite Strecken auf der Landstraße dahin. Der teuren Maut steht 2023 der günstige Diesel gegenüber. Für 1,28 Euro tanken wir hier voll, so günstig haben wir seit den Kanaren nicht mehr getankt. Erst auf den letzten Kilometern nehmen wir dann doch die Autobahn, denn diesen Urlaub verbringen wir mit Freunden und die wollen wir nicht warten lassen. So landen wir bald im Küstenort Ploče, von wo aus wir im Vorjahr die Fähre auf die Halbinsel Pelješac genommen hatten, was uns hin und retour 100 Euro gekostet hatte. Mittlerweile wurde die Pelješac-Brücke eröffnet und die ist wundersamerweise kostenlos und das soll sogar so bleiben. In 0,x überqueren wir so das Meer und haben dann nur mehr eine kurze Fahrt vor uns, bis wir in unserem relaxten Surferort Vigan ankommen und gespannt sind, was uns heuer dort erwartet. Ja, und dann beginnt der entspannte Teil dieser Reise. Wingfoilen, gut essen, die ruhige Gegend sowie das tolle Wetter genießen. Viel mehr steht nicht am Programm. Ab zum Eisessen. Früh in der Saison muss man damit rechnen, dass auf den Campingplätzen die Fichtenmopeds und Rasenmäher noch häufig in Betrieb sind, aber davon lassen wir uns die Laune sicher nicht verderben. Olli, schau mal, wie schön Quatschula im Sonnenuntergang ist. Quatschula bei Sonnenuntergang. Nach einem Winter am Atlantik ist das Wingfoilen an der Adria ein total entspanntes Erlebnis und die Halsen-Erfolgsquote schießt enorm nach oben. Und dennoch, nach den ersten Tagen vermisse ich die Atlantikwellen. Denn obwohl ich auch auf Flachwasser noch viel Arbeit vor mir habe, der Spaßfaktor ist am Atlantik dann zugegebenermaßen ein wenig höher. Außer natürlich, wenn er zu hoch ist und mir der Wing zerplatzt, aber das ist eine andere Geschichte aus Tarifa. Auch Ruby schließt neue Freundschaften, doch sie wundert sich ein wenig, was mit dieser Katze los ist, hat einen seltsamen Geruch und ein steinhartes Fell, hat sich wohl zu wenig geputzt. Wahnsinnig voll ist es nicht, Ende Mai. Das haben wir in Kroatien schon voller erlebt, auch um diese Jahreszeit, aber gut für uns. Gut für uns waren auch die regenreichen Wochen vor unserem Besuch, denn schon auf der Anfahrt hatten wir gemerkt, wie ungewohnt grün sich der Süden Kroatiens präsentierte. Zwischendurch stand da mal ein Ausflug über den Berg am Programm. Kroatien mag touristisch sein, hat aber immer wieder seine versteckten Perlen, die es zu entdecken gilt. Hier das Restaurant Extravaganza zwischen Lovište und Vigan. Und die Straße hier runter ist nichts für schwache Nerven, auch nichts für einen Camper, aber wir haben ja eine Mitfahrgelegenheit.
sind jetzt hier die einzigen Gäste. Haben ein wenig Angst vor dem Preis, aber das Fischrestaurant sieht ziemlich vielversprechend aus. Der Koch ist an den Tisch gekommen, hat uns die Fische erklärt und jetzt freuen wir uns drauf. Auch die Fahrt zurück verspricht Spannung. Mit einem PKW kommt man gerade so um die Kehren. Mit dem Camper wäre das vor allem bergauf ein großer Spaß. Dafür werden wir danach mit einem Naturschauspiel entschädigt, denn hier leben Schakale und bei nächtlichen Fahrten stehen die Chancen gar nicht schlecht, sie auch zu Gesicht zu bekommen. 2023 ist das erste Jahr nach der Euro-Einführung in Kroatien und so waren wir wie viele von euch gespannt, was das mit dem Preisniveau anstellen würde. Nun muss man dazu sagen, dass Kroatien auch bislang kein besonders günstiges Reiseziel mehr war, was aber die Währungsumstellung angeht, konnten wir überwiegend keine großen Auswirkungen feststellen. Teilweise rechneten Restaurants sogar exakt und damit auf sehr krumme Beträge von Kuna auf Euro um. Ein genauer Vergleich der Campingplatzpreise wurde leider verhindert, denn im Vergleich zum Vorjahr wurde die komplette Preisstruktur umgestellt. So konnten wir bislang immer für den Stellplatz ohne Strom bezahlen, doch nun bezahlt man einen Pauschalpreis und der Strom, den wir nicht benötigen, ist inkludiert. Der Tag am Campingplatz kostete uns so knapp 30 Euro, was für sich genommen vielleicht okay ist, doch leider können einige mit Pauschalpreisen nicht sinnvoll umgehen und es nervt uns aus Prinzip, sowas dann mitfinanzieren zu müssen. Hier läuft die Klimaanlage bei gleichzeitig geöffneter Schiebetür. Smart. Außerdem waren Surfkollegen parallel zu unserem Aufenthalt in einem Apartment um 60 Euro pro Nacht einquartiert, was den Campingplatzaufenthalt dann zumindest nicht zum Sparangebot macht. Am Campingplatz legte sich Ruby mit dem Campingplatzkater an und zog den Kürzeren. Und wir stellten fest, dass der nächste Tierarzt entweder über 100 Kilometer oder eine Bootsfahrt entfernt war. Und so fuhr Ruby frühmorgens nach Cordula, holte sich Antibiotika ab und zeigte ihre Neugier zur Belustigung des Kapitäns auch am Boot. Im Vorjahr kostete eine Hin- und Rückfahrt 25 Kuna pro Person, was etwa 3,30 Euro entspricht. Ein Jahr später kostet die Überfahrt 3,50 Euro und Ruby fährt gratis. Der Tierarzt in Cordula überrascht uns in preislicher Hinsicht positiv. Um 25 Euro wird Ruby untersucht und bekommt Antibiotika. Zu Hause kostet ja gefühlt schon das Hallo-Sagen beim Tierarzt 100 Euro. Insofern sind wir damit sehr happy und Ruby geht's auch wieder gut. Ach ja, haben wir schon das tolle Wetter erwähnt? Aber so ein Frühstück im Camper, während der Regen aufs Dach prasselt, kann ja auch mal recht gemütlich sein. Das war allerdings die absolute Ausnahme. Nach einem Regentag ging es auch gleich wieder weiter mit dem tollen Wetter, das wir für einen Ausflug ins nahe Orebitsch nutzten. Die Halbinsel Pelješac ist auch Weinbauregion und so müssen wir den besten Rotwein, den diese produziert, den Dingac, auch verkosten. Das Glas um 5 Euro mag teuer wirken, aber wie wir später im Supermarkt herausfinden, kostet die Flasche 20 bis 30 Euro. Insofern ist der Wein an sich zwar nicht billig, der Preis per Glas in einer schönen Bar, aber zumindest keine Abzocke. Insgesamt können wir also sagen, die Kroaten wissen schon, was sie an ihrer Küste haben und lassen sich das auch bezahlen. Aber so schlimm wie befürchtet ist es nach der Euro-Umstellung zumindest in diesem Teil des Landes nicht gekommen. Und jetzt sind wir auf der Rückreise und haben uns dazu entschlossen herauszufinden, ob man Kroatien auch mit unserem gewöhnlichen Reisestil bereisen kann. Dazu müssen wir aber erstmal die schmale Küstenstraße von Vigan nach Orebitsch bewältigen, auf der man sich durch die Gebäude von Kučiste schlängelt und wo Entgegenkommende ausweichen müssen. Manche geschickt, andere nicht ganz so geschickt, aber es geht sich am Ende dann doch immer irgendwie aus. Am Weg zur neu gebauten Autobahn werden wir wieder mal daran erinnert, warum wir so gerne auf die Halbinsel Pelješac fahren. Das liegt nämlich nicht nur am Surfspot, auch die Landschaft ist hier immer wieder umwerfend schön anzusehen.
Wir werden versuchen, die touristischsten Orte zu meiden und nicht immer auf manchmal doch eher überteuerten Campingplätzen zu landen, sondern auch mal frei zu stehen und uns die nicht so touristischen Regionen Kroatiens anzusehen. Das dann aber im nächsten Video. Für dieses Mal lautet unser Fazit: So schlimm, wie vielerorts befürchtet, ist es dann doch nicht gekommen. Kroatien ist sicher kein Billigreiseziel, war es auch bislang nicht, aber die Euro-Einführung wurde für unser Empfinden nicht über Gebühr ausgenutzt. Die Inflation macht natürlich auch vor Kroatien nicht Halt und vielleicht waren wir auch deswegen auf Schlimmeres gefasst. Denn nach unserer Kanarenreise hatte uns das Preisniveau in unserer Heimatstadt in Österreich erstmal umgehauen. Mittlerweile ist wohl ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten, den wir nicht abstreiten wollen. Ein umfassender, abschließender Bericht kann eine einzelne Reise natürlich ohnehin nicht sein und die individuelle Erfahrung hängt sicher auch vom konkreten Reiseziel ab. Wenn man von einer 50-Euro-Pizza liest, dann kann man schon von Abzocke sprechen. Aber es gibt weiterhin auch in Kroatien schöne und relaxte Ziele, wo man zwar keine billigen, aber vernünftige Preise bezahlt. In der Vorsaison war es zudem leerer, als wir erwartet hatten. Für die Hauptsaison gilt das naturgemäß nicht, denn da ist es mittlerweile wohl einfach überall bumm voll. Wir hoffen, das Video war für dich nützlich und unterhaltsam, freuen uns, dass du mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal.